Kurze Ansage vorweg, bevor ihr jetzt dieses arschgeile Video hier genießt. Gerade läuft mein letzter 12-Stunden-Stream. Den auf jeden Fall nochmal reinscheppern. Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt ganz viel Spaß bei diesem unglaublichen cineastischen Meisterwerk. So, ich hoffe, euch hat dieses unglaublich cineastische Meisterwerk gefallen. Nö. Ein absoluter Traum. Jetzt sitze ich hier in meinem letzten Stream tatsächlich. Und es ist tatsächlich so, dass das jetzt mein letzter Stream ist für, ja Mann, für eine lange Zeit. Mein letztes Video für eine lange Zeit. Es werden zwischendrin trotzdem hin weiter kleine Content-Pieces kommen. Wir haben ja angekündigt Red Bull Superiority. Das wird sehr, 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 sehr geil. Das ist tatsächlich am 16.10. Ich habe bis 1.11. eigentlich Pause. Aber es kommen immer wieder kleine Content-Pieces. Das heißt, ich werde auf jeden Fall nochmal sogar einen Stream machen. Ich nehme an, das ist der 1. Oktober, bin ich nochmal kurz live. Da würde ich euch auf jeden Fall drüber freuen. Es kommt nochmal ein Upload am 22. September. Kommt nochmal ein Upload zu Superiority. Das war einfach ein Event, was länger geplant gewesen ist. Puss an der Stelle auch, dass Red Bull mir das hier so quasi alles cool nimmt, dass ich jetzt hier eine Pause mache und wir trotzdem das Event halten können. Am 11. Oktober gibt es dann nochmal einen kleinen PUBG-Stream. Red Superiority ist PUBG. Link dazu in der Videobeschreibung. Meldet euch unbedingt. Ich brauche ganz wichtigen Support hier in Köln. Das sind auf jeden Fall die 3-4 Content-Pieces, die ihr so erwarten könnt in meiner Pause. Ansonsten bin ich tatsächlich größtenteils offline. Ich weiß nicht genau, ob ich meine Instagram-Story poste oder nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Kann sogar sein. Muss ich schauen. Es kann sein, dass ich aber zwischendrin komplett auch offline bin. Ich habe keine wirklich krassen Pläne. Es gibt einen Plan. Ich fliege einmal mit den Jungs nach Mykonos. Wird noch sehr, sehr entspannend auf jeden Fall. Da ein paar neuen Gesichtern dabei. Auf jeden Fall nochmal für mich ein kleines Yoga-Retreat geben. Ich ziehe um nächste Woche. Ich ziehe in die Halle. Und wir werden auf jeden Fall schon ein bisschen was an von Big Baba-Content, der geplant ist, ja, Mann, vorproduzieren, beziehungsweise in der Zeit schon mal machen. Das wird sehr, 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 sehr wild. Ja, Mann. Ich freue mich unglaublich drauf. Es ist mir echt nicht leicht gefallen. Mit jedem Tag, wo diese Pause näher gekommen ist, dachte ich mir, boah, willst du es wirklich durchziehen? Ja oder nein? Aber im Endeffekt, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass ich es mache tatsächlich. Und ich freue mich wirklich drauf. Bin sehr froh darüber, dass ich hier ja auch von euch aus die Möglichkeit bekommen habe, das hier zu machen. Chat ist ja anders krank hier. Ja, Chat ist tatsächlich Beste. Ja, Mann. Ich werde auf jeden Fall in der Zeit auch ein bisschen was filmen. Das heißt, ich werde definitiv in der Zeit auch so ein kleines, was ich in der Pause gemacht habe, Video machen. Und sag wirklich, also ich sag's ehrlich, wie es ist, was am 1., ab 1. hilft mein Content auf euch zukommt, ist wirklich, glaube ich, crazy. Wie gesagt, da ist sehr, sehr viel Passion, Money und Arbeit reingeflossen. Das wird sehr, sehr krank. Was im Hintergrund geplant wird, ist wirklich sehr, 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 sehr wild. Wir freuen uns absolut drauf. Und abseits von den ganzen Events, wo ich jetzt gewesen bin, war ich auch schon im Kopf so im Pausemodus. Also Angelcamp war natürlich mega nice. Aber ich sag's euch, wie es ist. Das fällt mir nicht leicht, so einfach mal eine Pause zu machen. Ob ich tatsächlich zwischendrin nochmal privat RP zocke oder nicht, weiß ich noch gar nicht. Ich schaue einfach, wie es kommt, Mann. Ich schaue einfach, wie es kommt. Ich schaue, ob ich Stories mache. Ich schaue, ob ich ein paar Postings mache. Zwei der Kooperationen kommen in der Zeit noch. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ja, Mann, all in all werde ich einfach sehr viel vorbereiten für die Zeit nach der Pause. Da wird einiges optisch sich ändern. Genau möchte ich darauf gar nicht eingehen. Es wird einfach nur verrückt, Mann. Es wird einfach nur verrückt. Aber ich brauche diese Pause, tatsächlich, um das alles vorzubereiten, ja. Neue Mitarbeiter, neues Büro, neues Kapitel im Leben. Wird absolut wild. Und das wollte ich einfach nur sagen. Ich wollte euch eine wunderschöne Zeit wünschen, die 2 Monate. Ich hoffe, ihr habt's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, 2 Monate, macht das Beste draus. Ich werde es auf jeden Fall auch drauf machen. Ja, Mann. Ich werde keine Frau. Alles gut. Und dann sehen wir uns nach diesen 2 Monaten wieder. Ich küsse eure Herzen, ich küsse eure Augen. Danke für euren Support. Danke, dass ihr schon seit 8 Jahren konstant supportet und am Start seid. Ich küsse eure Augen. Ich küsse eure Herzen. Ihr seid die krankste, ihr seid die beste Community, wenn ihr euch wünschen kann. Kuss geht auch raus an alle meine Kollegen und Kolleginnen draußen, die gesagt haben, macht mal die Pause, Bro, tut dir gut. Und ich würde sagen, Mann, ich küsse eure Herzen. Jetzt kommt auf jeden Fall den 12-Stunden-Stream, denn da drehen wir nochmal richtig auf. An der Stelle, Revi L in den Chat. Wir sehen uns dann zwischendurch immer mal vielleicht kurz wieder. Vielleicht auch nicht. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, was abgeht. Und see you soon, guys. Kuss geht raus und jetzt rein in den Stream, der jetzt gerade läuft.